Wacholder oder Juniperus communis, ein Nadelgewächs, das zu den Zypressengewächsen gehört. Das einzige Zypressengewächs hier nördlich der Alpen. Bei uns auf der Alp verhältnismäßig häufig, dadurch, dass er sich auf den sonnigen Schafweiden sehr stark ausgebreitet hat. Früher war das eine Pflanze, die nur auf den Felsköpfen vorkam, weil er sehr, sehr stark lichtbedürftig ist. Und erst nachdem man nun die ganzen Hänge abgeholzt hat, um daraus Schafweiden zu machen, hat sich auch der Wacholder dort ausgebreitet. Als Arzneipflanze wird vor allem die Frucht verwendet. Die Frucht ist eine bärenartiger Zapfen, heißt auch Wacholderbeere. Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man hier zwischen den Nadeln die kleinen Ansätze von diesen weiblichen Blütenansätzen, aus denen nachher sich diese Beere entwickelt, die 2-3 Jahre braucht, bis sie sich ganz von der grünen Beere bis zur blauen Beere entwickelt hat. Wacholder wird vor allem als Harndesinfizierungsmittel, also als harntreibendes Mittel in Harntees und so weiter verwendet. Ansonsten ist Wacholder natürlich bekannt als Lieferant für Gin und Genever.